Willkommen bei Voltun.com. Wir sind hier heute im Weingut Amselhof und neben mir sitzt Frau Hörner und Ihnen gehört das Weingut. Können Sie ein bisschen was zu nehmen? Nee, Ihnen und Ihr Mann, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Wir sind ein Familienbetrieb und es gehört meinem Mann der Betrieb, das Weingut Amselhof. Wir haben 14,5 Hektar, sind ein kleiner bis mittelständiger Betrieb, noch recht jung, mit 13 Jahren Flaschenweinerfahrung. Mhm. Allerdings wird bei uns schon über 3 Generationen eigentlich Wein angebaut. Nur die Großeltern und die Urgroßeltern haben halt die Weine noch im Fass abgegeben. Und wir haben uns im Jahr 2000 überlegt, dass eigentlich die schönen Weine, die wir im Keller haben, auch in die Flasche gehören. Und ja, dann haben wir das Weingut sukzessive 2000 bis jetzt langsam umgestellt auf die Flaschenweinvermarktung. Natürlich nicht zu 100%, es ist noch Luft drin. Aber wir arbeiten daran. Ah, das heißt aber, Sie haben doch sehr lange Weinbautradition. Also ja. Das heißt, die Erfahrung bringen Sie mit, deswegen haben Sie auch so gut ausgebaute Weine. Was sind denn die Rebsorten, die Sie maßgeblich anbauen? Also wir haben den Schwerpunkt auf die Burgundersorten gesetzt. Das kommt daher, dass wir hier sehr tiefgründige Böden haben, tiefgründige Lehmlösböden. Da eignen sich die Burgundersorten sehr gut dazu. Das wäre Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder. Was in der Pfalz nie fehlen darf, ist natürlich der Riesling. Ja. Wir haben auch noch Müller-Thurgau und Silvaner im Anbau. Bei den Rotweinen sind wir bei den Rebsorten Dornfelder, Regent, Spätburgunder und zwei ganz besondere Sachen, und zwar der Cabernet Sauvignon und der Cabernet Franc, einfach aus der französischen Nähe hier, eignen sich auch sehr gut hier im Anbau. Ja, wunderbar. Das heißt, den ersten Eindruck haben wir und dann würde ich sagen, kommen wir dazu, die einzelnen Weine mal zu probieren.